Aber Perez können wir hinter uns lassen, oder? Jawohl. Nein, was soll das denn? Willkommen aus den USA, hier in Austin, Texas. Gehen wir heute mal an den Start. Eine sehr schöne Strecke und hoffentlich auch ein gutes Ende für uns gegenüber Hamilton. Hier hast du die Ziele für das Qualifying am Wochenende. Ja, 15. oder besser, die anderen Ziele kennt ihr ja schon, besser als Grosjean sowieso und auch besser als Vettel, das sollten wir schaffen. Zumindest besser als Grosjean ist auf jeden Fall drin. Und ihr habt gesehen, nur noch ein Punkt fehlt uns in der Rivalität. Das heißt, wir müssen das Qualifying eigentlich nur beenden, dann haben wir den schon. Jetzt fliegt hier gerade ein Helikopter übers Haus rüber. Mein Gott. Ich hoffe, ihr habt den jetzt nicht gehört. Wir rechnen jeden Augenblick mit dem Beginn des Qualifying. Wunderschön sieht das hier aus. Texas, wo die Fahrer heute auf schnelle Rundenzeiten hoffen, um für den morgigen Grand Prix gewappnet zu sein. Ja, Supersoft, das sollte klappen. Das klingt doch schon mal ganz gut. Ich finde die Strecke wirklich wunderschön. Ich finde die total klasse. Macht auch Spaß zu fahren. Bin sowieso ein relativ großer USA-Fan. Also habe ich auch eine Fahne hängen. Beziehungsweise aktuell hängt sie noch nicht nach dem Umzug. Aber die wird noch irgendwann hängen. Ich glaube 4 Quadratmeter oder so. Oder größer als 4 Quadratmeter ist sie. Ah, die Strecke liegt uns nicht. Die Strecke liegt uns nicht. Doch eigentlich liegt mir die Strecke schon. Können wir jetzt natürlich sagen, abgekürzt. Aber wenn, dann hätte man eine Strafe gekriegt oder eine Verwarnung. Die kriegen wir hier nicht, Gott sei Dank. Normalerweise liegt mir die Strecke auch besser, was das betrifft. Ich finde auch cool, dass man so viel Platz hat in den Kurven hier vorher. Hab da dort eben gesehen, wird auch nochmal kommen. Und auch die Anfahrt, also die Start- und Ziel, die Anfahrt auf die erste Kurve, saugeil. Mit dem Berg da, du siehst einfach nichts. Hier, mega viel Platz wieder. Und das rechts, links, rechts. Nur in enormen Ausmaßen. Hier auch wieder viel, viel Platz. Falls was passiert. Und diese extrem langgezogene Rechtskurve hier. Zum Glück keine Linkskurve, wer den letzten Grand Prix gesehen hat bei mir. Und das geht ja jetzt. Jetzt ist ja alles wieder offen fast. Also wir sind 47 Punkte hinter Hamilton, aber nur noch 47, muss man dazu sagen. Und gibt es die nächste Pole? Wir haben die nächste Pole Position. Und das in den USA. Beim übrigens Heim-Grand Prix, der Haas. Die Startreihen für das Rennen morgen stehen fest, werfen wir aber eine Sekunde auf die Top vor Vettel. Haas, Vettel und Nico Rosberg. Hamilton nur auf 4, das heißt, der ist nicht mal hinter mir, Gott sei Dank. Und dort steht Rosberg. Aber auch den muss man erstmal hinter sich lassen. Ob das in der Fahrerwertung nicht mehr ganz so schlimm wäre, sollte der vor einem landen. So, das ist jetzt relativ klar. Da sind wir schon durch. Und wie wir durch sind. Vielleicht Rivalität gewonnen. Wen kriegen wir als nächsten Rivalen? Eigentlich dürfte es ja keinen mehr geben. Eigentlich. Außer Hamilton halt. Weil das wird nochmal sehr spannend in den nächsten 4 Rennen. Hey, wie geht's dir? Ich habe ein paar Infos für dich zu den Zielen, auf die du achten solltest. In den letzten 4 Rennen, sagen wir es mal so. 11. oder besser und Grosjean besiegen. Wir müssen Vettel nicht mal mehr besiegen. Denn die Rivalität ist ja vorbei. Die haben wir gewonnen. Gott sei Dank. Und es gibt kein Regenrennen hier. Es kommen jetzt noch danach Mexiko, Brasilien und Abu Dhabi, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob noch was kommt. Ob ich was vergessen habe. Keine Ahnung. Ich befürchte es aber fast. Je mehr, desto besser. Desto eher kommen wir noch ran. Aber es wird nicht mehr so viel geben, glaube ich. 2012 schien sich die launische Up-and-Down-Liebesbeziehung der USA zur Formel 1 endlich zu beruhigen, was wir nicht zuletzt der Fertigstellung dieser wunderbaren Strecke in Texas zu verdanken haben.
Seitdem ja, die Strecke ist perfekt. Rennen erleben, darunter auch die Entscheidung in der WM. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen... Oh, nein, das Qualifying weggedrückt. Ah, sorry. Sorry, aber ihr habt es ja gesehen, so halbwegs jedenfalls. Und es sieht einfach so fantastisch aus hier. Boah, sauberer Start. Aber da hat noch einer einen guten hingelegt. Ich habe den besten Start, glaube ich, gekriegt. Oh, da hat das ganz schnell geruckelt. Ganz kurz. Oh, grüne Flagge schon. Das heißt, es gab schon gelb. Es gibt gerade gelb in einem Sektor. An einer Stelle der Strecke. Hamilton schon auf 3 vorgefahren. Vettel ist der Puffer noch. Gott sei Dank. Boah, der Start war sauber. Der war fast perfekt. Mit dem Ausgehen der Lichter schön die Kupplung losgelassen. Alter Schwede. Oh, komm rum da. Jawohl. Ich bin schon fast ein bisschen froh, dass man nicht mehr in Indianapolis fährt. Also einerseits, weil es war wirklich saugefährlich. Andererseits, schade, weil die Strecke doch relativ cool war. Mit den ganzen Steilkurven, den 2 Steilkurven da. Es war schon cool. Ich finde ja, die Formel 1 sollte mal auf einer Nesca-Strecke fahren. Auf einer richtigen Nesca-Strecke. Einfach nur im Kreis. Wäre für die Zuschauer vielleicht ein bisschen langweilig so am Fernseher, aber es wäre auf jeden Fall sau spannend und ein sau tolles Rennen. Und schon 2,5 Sekunden Vorsprung vor Hamilton mittlerweile. So, hier war vorhin gelb. Und dieser Turm auch einfach geil da. Ich weiß noch nicht, was das sein soll. Ich glaube, das war... Das soll die... Spuren eines Jets darstellen. Wenn ich mich richtig informiert hatte. Wenn ich richtig informiert bin, sagen wir es mal so. Die Spuren eines Jets, der gerade in die Luft geht. Und die sieht man ja bei fast jedem Sportereignis in den USA. Diese Jets mit den Farben der USA. Also rot, weiß, blau. Blau, weiß, rot. Weiß, blau, rot, wie auch immer. Wo wir gerade bei den Farben sind. Ich finde schon so ein bisschen schade, dass Frankreich keinen Grand Prix mehr hat. Damals Magny-Cours war ja die letzte Rennstrecke der Franzosen. Aber die war auch irgendwie nie so spannend. Aber schon, trotzdem ist es schade, dass man da nicht mehr fährt. War keine spannende Rennstrecke, aber war doch schön. Man kann ja nicht nach Umgebung oder so gehen oder nach Aussehen, sondern nach, ja, nach was geht man eigentlich, wenn man die Strecken auswählt? Nach Spannung, Tempo natürlich, denke ich mal. Ist halt eine gute Frage, ne? Anspruchsvoll müssen die Strecken natürlich auch sein. Deswegen wird wahrscheinlich auch kein Rundkurs gefahren, obwohl die ja relativ viel Spannung versprechen. Aber die können man... Kann man mit der Formel 1 nicht fahren, weil es einfach viel zu gefährlich wäre. Ich meine, wie oft sieht man, dass bei der Nesca da einer abfliegt und sich überschlägt oder alles. Und mit der Formel 1 kann das natürlich nicht machen. Wir haben keinen... Okay. In der Formel 1 gibt es halt kein geschütztes Visier, Cockpit. Und da kannst du sowas nicht machen. Die Nesca-Autos sind natürlich extra darauf ausgelegt. Kann man mit der Formel 1 auch kaum vergleichen. Weil ich glaube, die Indycar-Serie, die fährt sogar auf einer der Strecken. Ich weiß es gar nicht.
Aber IndyCar ist aber auch eine Rennserie, die man sich gerne mal angucken kann. Wo die überall fahren, ist echt genial. Ich weiß gar nicht, wodurch die gefahren sind, aber so mitten durch Palmen sind halt meistens so Stadtrennen. So quasi wie die Formel E. Guckt eigentlich jemand von euch die Formel E? Interessiert sich einer für euch davon? Von euch dafür? So? Oder sagt ihr, das ist einfach nur ein billiger Abklatsch der Formel 1? Ich meine, umweltbewusster ist es, darüber muss man sich nicht streiten. Ganz klar. Aber ist die auch so attraktiv? Die Formel E? Man, die Autos sehen schon geil aus. Also ich gucke da ab und zu mal rein, wenn ich es irgendwie kann. Wenn ich irgendwie mal was finde, wo das läuft. Ich glaube, Eurosport 2 überträgt das ja. Und da ich den Sender eigentlich nicht bekomme, also nicht standardmäßig, immer wenn ich mir das Sportpaket über Sky, über dieses Sky-Ticket hole. Für PlayStation 4 gibt es ja dieses Sky-Ticket-Ding da. Da kann man sich das dann mal angucken, aber sonst... Ja. Wüsste ich nicht, wie man da zugucken kann. Oder man fährt natürlich hin. Berlin gibt es ja das deutsche Rennen. Oh, da steht einer auf dem Kran. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ja, aber das würde ich mir wohl auch mal angucken wollen. Formel E, ja. Also live natürlich, ganz live. An der Strecke. Würde ich die Formel 1 natürlich auch gerne mal sehen. Aber es ist halt nicht ganz so günstig. Und man muss natürlich auch erstmal hinkommen. Na klar, wir haben Hockenheim. Dann haben wir noch hier Belgien in der Nähe. Also so weit weg wäre das auch nicht. Wäre fast noch näher als der Deutschland Grand Prix. Das ist genauso wie mit dem Legoland. Legoland Deutschland ist weiter weg als Legoland Dänemark von uns. Also... Ich wohne im Norden, ihr merkt es schon. Na, so eine Strecke in Dänemark wäre doch auch mal schön. Oder Finnland. Wir haben so viele gute finnische Fahrer gehabt und haben. Zum Beispiel nämlich der Vater von Nico Rosberg, der Keke. Der war ja Finne oder ist Finne. Mika Häkkinen natürlich. Heikki Kovalainen gab es. Dann Valtteri Bottas und natürlich One and Only Kimi Räikkönen. Also alleine wegen Kimi Räikkönen müsste man doch eine Strecke in Finnland mal bauen. Klar, es wäre ein bisschen kühler, aber hey, warum nicht? Das könnte doch die erste Strecke aus Bikes werden. Eine schöne Eisrennstrecke. Wäre das nicht mal was für die Formel 1? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Dann gucken wir jetzt mal schnell nach den Reifen. Ah ja, die können noch eine Runde. Oder ein bisschen weit raus. Ja, ich soll an die Box kommen, glaube ich, diese Runde. Aber ich lasse das, glaube ich, nochmal. Na, wir gucken, wir lassen das jetzt mal kurz offen. Ja, die bauen natürlich schon extrem stark ab hier. Ich glaube, die wollen uns jetzt schon gleich in der Box haben. Mein Team. Aber... Aktuell fahren die Reifen noch so, wie sie sollen. Und das ist auch gut so. Nein, nein, nein. Oder? Doch, wir lassen uns nicht undercutten. Wir fahren jetzt an die Box. Doch, ist alles gut. So, hat geklappt. Und auch Hamilton fährt an die Box. Nein, fährt er nicht. Oder fährt er? Ist das jetzt Lewis Hamilton neben mir? Ja, das ist Lewis Hamilton hinter mir natürlich. Räikkönen vorbei, Rosberg vorbei. Wir bleiben vor Hamilton mit dem Boxenstopp. Sehr gut. Da kommt jetzt auch Verstappen vorbei. Und auch Perez. Perez können wir hinter uns lassen, oder? Jawohl. Nein, was soll das denn? Ey, komm. Also, wie gesagt, dreimal darf ich ja diese Dinger im Rennen benutzen. Das war natürlich jetzt die perfekte Situation dafür.
Also mit Perez will ich mich echt nicht mehr anlegen. Der ist mir zu gefährlich. Oh, scheiße. Er macht ja einen auf Pastor Maldonado. Oder wie? Doch, Maldonado war das immer, der so ein bisschen über die Stränge geschlagen ist, ne? Und auch Max Verstappen in Belgien. Aber hey, das ist Racing. Er hat da vollkommen recht. Ich bin zwar Ferrari-Fan, er hat den Ferrari dadurch geschadet, aber es ist Racing. Seine Aussage über Jacques Villeneuve, gut, da will ich nicht überstreiten, die war zu viel des Guten. Weil man kann jetzt einem Fahrer nicht sagen, du hast ja auch schon mal einen getötet. Das ist zu viel des Guten, wirklich. Und vor allen Dingen respektlos gegenüber der Familie des der Familie des Verstorbenen. Also, nein. Gerade schon länger her. Und da ist jetzt Verstappen, der angesprochene, vor mir auch noch. Perez hinter mir, Verstappen vor mir. Ja, das ist ja jetzt nicht so praktisch. Verstappen wird jetzt eh gleich an die Box gehen. Jawohl, so ist es tatsächlich auch. Und dadurch haben wir noch DRS-Fenster gekriegt. Das nutzen wir gerne aus und wir dürfen jetzt auf Platz 1 wieder vorfahren. Ja, so ist es natürlich auch. Okay, gut zu wissen. Romain an der Box. Ah, schade. Hamilton ist doch noch vorbei an Rosberg. Eine sehr schöne schnelle Kurve und eine sehr schöne Strecke hier. Auch dieses Design ist einfach geil. Also nicht das Design der Strecke unbedingt. Das ist auch geil, klar. Aber ich meine jetzt die Auslaufzonen mit den Stars and Stripes. So, das ist einfach nur geil gemacht. Den Nationalfahren, das ist echt schön. Ich fühle mich hier wohl auf der Strecke. Massa hinter mir. Direkt dahinter ist aber auch schon Lewis Hamilton und Massa war noch nicht an der Box. Aber wir müssten auf jeden Fall das Rennen vor Hamilton beenden können. Würde ich jetzt mal so sagen, so behaupten. Wir wurden schon wieder echt früh an die Box geholt. Also von der Länge jetzt auch wieder vergleichbar mit Japan und Kuala Lumpur. Malaysia. Von der Länge gibt sich das alles fast gar nichts mehr. Das sind auch 1,40er Zeiten in dem Dreh. 1,43,745 jetzt schnellste Runde. Und das auf normalen Softreifen nur. Nicht auf den Supersoft, das ist auch mal was. Muss man auch erstmal machen. Vielleicht kommt Hamilton, zack, ich kann's auch. Nein, kommt er nicht, der ist nämlich schon längst über die Ziellinie, hoffe ich. Oder glaube ich. Massa hält ihn ganz gut auf da. Finde ich sehr gut. Also, gefällt mir gerade. Es ist jetzt nicht so, dass Williams wirklich schlechte Autos hat. Weil mit Mercedes können die eigentlich ja nicht mithalten. Aber der Topspeed ist gut. Der Topspeed ist einfach nur gut bei denen. Das nimmt jetzt aber fast schon wieder... Oha! Okay. Das nimmt jetzt schon wieder fast Form an von Malaysia. Von diesem alleine wegfahren und so vorne und ja. Das habe ich ja jetzt auch schon wieder. Und da hatte ich natürlich auch einen riesen Vorsprung. Und dann lief unser Haas auch perfekt und hier muss er natürlich perfekt laufen. Hier sind wir schließlich... In der Heimat des Teams. Haas, das US-amerikanische Team. Mit einem deutschen Fahrer könnte hier den Sieg bringen.
Da seht ihr das nochmal, Haas, ja. Sehr schön. So. Wie hieß der Gründer bzw. der Chef nochmal? Gene Haas, ne? Geschrieben G-E-N-E. Was erinnert mich wieder an Gene Wilder, der leider verstorben ist. Der Original Charlie aus die Charlie und die Schokoladenfabrik vom Original der Schauspieler. Ich glaube aber alle kennen nur den Film noch mit hier, wie heißt er, Johnny Depp, ne? Das Original kennt kaum noch einer. Ich würde was sagen, wir fahren hier konstant gute Runden. Hamilton jetzt wieder auf 2, Rosberg auf 3. Ja, läuft aktuell ganz gut für uns, muss ich sagen, hier in den USA. Ich will natürlich dem Team auch den Sieg schenken, klar. In der Heimat will man immer gewinnen. Wenn wir das Beste zeigen und die Euphorie für die USA hochhalten, damit die Strecke auch weiterhin im Kalender bleibt. Denn wie er schon angesprochen hat, der Heiko Wasser, wow. Ist ja wirklich USA und Formel 1 immer so hin und her gewesen. Mal ja, mal nein. Aber momentan läuft es wirklich. Ich hätte natürlich auch gerne den Grand Prix in New York gehabt, beziehungsweise New Jersey mit New York als Skyline im Hintergrund. Aber ich glaube, das haben sie wieder gecancelt. Diese Planung oder diese Idee. Weil es einfach zu teuer wäre und sich in den USA nicht gelohnt hätte, einfach ein zweites Rennen zu machen. Finde ich schade, aber vielleicht wird es ja mit Haas doch noch was. Ich würde es mir wünschen. New York ist wunderschön, da will ich unbedingt mal hin. Das, was ich so von Bildern, Filmen, Dokus und so kenne, ist einfach nur total toll. Natürlich hat es auch dunkle Ecken, aber die hat jede Stadt. Müssen wir uns nichts vormachen, die hat jede Stadt. Die hat Berlin, die hat Hamburg, die hat München, die hat Dresden, die hat Bremen, die hat Hannover. Das ist einfach so. Und um NRW jetzt nicht außen vor zu lassen, die hat Dortmund, die hat Gelsenkirchen. Ja gut, Gelsenkirchen ist eine dunkle Ecke. Nein. Sollte jemand aus Gelsenkirchen zugucken? Nehmt es mir nicht übel. Weil im Grunde genommen ist ja eigentlich fast alles grau in grau irgendwie im Pott, ne? Im Ruhrpott. Also wenn man so durchfährt, ist vieles grau. Aber das ist auch der Charme irgendwie so. Guck mal, mit was ich jetzt über was ich mit euch reden kann hier, während ich einfach meine Runden fahre. Das ist auch interessant. Konzentration brauche ich hier gerade nicht. Ich fahre jetzt einfach meine Runden und gut ist. Die Strecke ist auch sehr schön. Die ist sehr schön zu fahren. Die ist nicht besonders schwer, aber hat schon ihre Tücken so ab und zu mal. Naja, 19 Sekunden schon wieder Vorsprung hier. Was los? Was los, Digga Ahnma? Nein. Ich habe mir mal geschworen, ich singe nicht in Let's Plays. Und irgendwann mache ich es dann trotzdem. Was sagen denn unsere Reifen so? Können wir da mal nachgucken. Oh. 29, 29 vorne und 18, 18 hinten. Also 19, 19 jetzt hinten. Ich wüsste echt mal gerne, wie der Unterboden aussieht. So oft, wie ich jetzt schon über die Curbs geknallt bin. Hier zum Beispiel wieder. Mal ganz ehrlich, wenn man dafür keine Strafe kriegt. Ja gut, da kann man auch keine Strafe kriegen, weil wenn du kannst nicht mit allen vier Rädern gleichzeitig neben der Strecke sein. Das ist hier einfach unmöglich. Aber die Runde an sich, die zieht sich doch ganz schön hin immer. Was ich jetzt nicht verkehrt finde. Um Gottes Willen. Ich fahre die Strecke sehr gerne. Wirklich.
Aber ich bin auch Indien gerne gefahren oder Südkorea oder was es da gab. Sainz wird wieder schneller. Ja, das ist interessant. Interessiert mich aber relativ wenig. 21 Sekunden. Noch 3 zu fahren. Und Hamilton dürfte jetzt gerne mal überholt werden. Das würde mich sehr freuen. Die Frage ist, ob Mercedes Rosberg überholen lässt. Meine Rosberg hat keine Chance mehr auf den WM-Titel, keine realistischen mehr. Hamilton, klar, der ist in Führung mit 47 Punkten. Vorsprung. Die muss ich erstmal aufholen. Ich meine, ich kriege jetzt 25 Punkte, er kriegt 18 für den zweiten. Naja, sind schon mal wieder 7 Punkte, die ich gut mache dadurch, ne? Also sind es dann nur noch 40 Punkte. Was soll jetzt jedes Rennen so laufen? Dann wird das natürlich nichts mit dem ersten WM-Titel in der ersten Saison vor allen Dingen. Wir werden sehen. Was ich ein bisschen interessant finde, ist auch, dass Harianto hier nicht durch Ocon ersetzt wird. Weil der fährt ja jetzt mittlerweile für Männer. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Okay. Hätte mich zumindest auch sehr gefreut. Das wäre wenigstens realistisch gewesen, weil Ocon fährt jetzt halt für Männer seit Belgien, glaube ich, oder? Belgien oder Monsters, seitdem fährt er da. Klar, auch er fährt dem Feld größtenteils nur hinterher, aber sind halt die Männer. Das ist so wie Minardi damals, wo Alonso, glaube ich, angefangen hat. Was kaum einer weiß. Genauso wie Raikön, der bei Sauber schon gefahren ist. Dort auch, glaube ich, seine ersten Schritte gemacht hat in der Formel 1. Das ist sowieso interessant, wo die alle angefangen haben. Schumacher bei Benetton. Also Michael Schumacher wohl bemerkt. Naja. Wow, wow, wow. Leichter Ring in 5 Minuten, habe ich gehört. Das sollten wir nochmal packen. Bis dahin sind wir... Ja, bis dahin sind wir im Ziel. Das heißt, zur Siegerehrung könnte es quasi leichten Regen geben. Ich glaube, dass so gut entwickelt ist das Spiel nicht, dass das auch passieren wird. Mich würde es freuen, natürlich. Wäre mal cool. So, ein vorletztes Mal hier durch. Durch die ganzen Haas-Fans. Also nicht durch die Haas-Fans. An den Haas-Fans vorbei. Ich will jetzt nicht durch die Haas-Fans fahren. Wäre doof, dann haben wir keine mehr. Ah, ich finde Haas schon gut. Allein was die im Real Life in dieser Saison gepackt haben. Sehr groß. Sehr großes Kino. Ganz toll. Letzte Rennrunde. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Und mit Grosjean haben sie eigentlich auch einen Top-Fahrer dort. Ich würde mir so ein bisschen wünschen, dass Hülkenberg vielleicht zu Haas kann. Weil die werden nächstes Jahr definitiv nochmal eins zulegen. Und ich glaube nicht, dass Force India da noch mithalten kann. Wir werden sehen, vielleicht fährt Hülkenberg ja auch woanders. Also bei Ferrari wird er nicht fahren. Ferrari und Mercedes wechseln die Fahrer ja nicht. Gott sei Dank. Also bei Ferrari Gott sei Dank. Raikön und Vettel finde ich cool. Finde ich cool, dass sie bei Ferrari sind. Ja. Ansonsten, vielleicht wäre ja Red Bull was für Hülkenberg. Ich glaube, Ricciardo hat seinen Platz auf jeden Fall sicher. Verstappen, da bin ich mir nicht so sicher. McLaren hat er jetzt erstmal Stoffel van Dorn verpflichtet. Weil sich direkt die Fahrkünste von ihm gesichert, sagen wir mal so. Da Jenson Button ja nächstes Jahr aussetzen wird, auf jeden Fall. Massa tritt ja auch zurück, damit wäre ein Williams-Platz frei. Das wäre auch noch was für Hülkenberg vielleicht.
Aber auch für Pascal Wehrlein. Gib dem schnelleres Auto und er fährt auch vorne mit. Wehrlein ist ein guter Fahrer. Vor dir ist jemand von der Strecke geflogen. Gelbe Flaggen voraus. Ja, da steht er. Der Arianto mal wieder. Und da kommen die Regenwolken. Die bösen, bösen Regenwolken. Aber das war's ja jetzt auch mit dem Rennen schon. Da ist ja das Ziel. Und da kürzen wir nochmal ab und dann kommen wir nochmal neben die Strecke. Aber das ist jetzt egal. Wir sind im Ziel. Wir haben den großen Preis der USA gewonnen. Heimsieg für Haas. Großartige Leistung. Jawohl. Was für ein überzeugender Sieg. Stefan, was hat hier... Jawohl. Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen... Bottas auf 8. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Ein sehr cooles Parkvermehr, finde ich. Die Fahrer sind auf dem Weg hinaus zur Siegerehrung mit Haas an der Spitze. Hamilton leider wieder auf Platz 2. Rosberg auf 3. Hätte gern andersrum sein können. Nämlich Rosberg auf 2 und Hamilton auf 3. Aber man kann sich ja hier nichts wünschen. Ist ja kein Wunschkonzert. Ach, schön. Siegerehrung finde ich gut gemacht. Die ist echt schön geworden. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser so, das der Rennen. Weltmeisterschaft aussieht. Das war das nicht Rennergebnis. Das beste Resultat für unseren Weltmeisterschaftsführenden. Sein Vorsprung ist 40 Punkte noch, ne? Wie angesprochen. Stefan, wer ist dein Kandidat? Das kann diesmal nur Felipe Massa sein, nicht wahr? Er hat so hart gekämpft und war zeitweise enorm schnell. Heute konnte ihn Felipe Massa also. Na, ja, Rosberg so ist jetzt auch wieder vorbei an Vettel. Mercedes wird 2 Punkte vorne. Konstrukteurpunkte, Red Bull wieder an Williams vorbei. Also das ist auch unglaublich. War viel stärker als die Williams jetzt vorne. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Platz 3 ist bei uns eigentlich relativ sicher, dass wir den kriegen. In der Konstrukteurwertung. Gut, wie dem auch sei. Mexiko müsste nächstes Wochenende dran sein. Vielen Dank fürs Zusehen, sage ich jetzt schon mal. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert doch diesen Kanal. Mehr von Formel 1 gibt es hier natürlich noch, diese Saison zu Ende und nächste Saison wahrscheinlich auch nochmal. Und ja, wenn euch das Video denn an sich gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Und was soll ich noch sagen? Ach ja, bis dann, euer Teddygan und ciao.